wie wir gehört haben, im Januar ihre Grundausbildung bei der Bundeswehr macht und dann trainieren kann, um im nächsten Jahr wieder angreifen zu können, um dann Elizabeth Price vielleicht doch schlagen zu können. Gratulation der Reihe nach, Ruby Harold, Julia Steingruber, Vanessa Ferrari auf Platz 3, Larissa Jordache auf Platz 2 und Weltcupsiegerin in Stuttgart beim internationalen DTB-Pokal, Elizabeth Price. Verdient, Marie-Sophie. Auf jeden Fall. Und das kann man genießen, ganz oben zu stehen, vor allem bei der Atmosphäre in der Stuttgarter Porsche Arena. Ja, auch sie war ja letztes Jahr schon hier, Elizabeth Price, und hat auch da schon die gute Stimmung und die gute Atmosphäre in der Halle schon vor